Ordnungsdebatte fort beim Punkt 21, Einführung von Sharing-Leitlinien, Mobilität und Änderung der Sondernutzungssatzung. Hier gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion Dissidenten, die auch die Fraktionsrunde beginnen würde. Insofern, Herr Dr. Schulte-Wissermann, wenn Sie direkt starten, den Änderungsantrag entsprechend einbringen. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen an den Datenendgeräten. Teilen ist das neue Haben oder auf Englisch Sharing is Caring. Wir kennen das aus vielen Bereichen, aber insbesondere im Verkehr. Wir haben Roller, manche mögen sie, manche hassen sie. Wir haben Fahrräder, die gelben Dinger, und wir haben Teilautos, also Carsharing. Und das ist eine neue Form. Das hatten wir so vor 10 Jahren, 20 Jahren noch nicht. Da konnten wir uns noch nicht mal vorstellen. Und es ist natürlich sehr gut, denn ein Gegenstand, ein teurer Gegenstand, wird jetzt nicht exklusiv von einer Person genutzt und steht dann einen Tag, eine Woche, einen Monat ungenutzt in der Gegend, sondern ein Gegenstand wird von vielen Leuten genutzt. Ein Gegenstand, die Effizienz ist offenkundig dadurch viel höher. Effizienz bedeutet auch im Stadtraum Raum sparen. Ja, ein Teilauto ersetzt so, je nachdem, wo man guckt, 3 bis 8 private Autos. Das heißt, ein Teilauto bringt Platz, den wir dann städtebaulich auch anders benutzen können. Und letztendlich bringt es natürlich auch Geld, denn anstatt dass 5 oder 8 Leute sich ein Auto kaufen und das Geld sozusagen für das Auto irgendwo anders ausgegeben wird, hat man, wenn man Teilauto benutzt, man hat instantan viel mehr in der Tasche, und das gibt man in der Tendenz auch in Dresden aus. Also es hat für die Stadt einen wirtschaftlichen, einen verkehrlichen, und es hat auch einen städtebaulichen, stadtbildhaften Charakter. Nun gibt es Sharing-Leitlinien. Ja, wir wollen ja keinen Wildwuchs, wir wollen auch keine Rosinenpickerei, dass sich ein Anbieter sagt, yo, ich mache nur die Beziehung Neustadt-Altstadt, alles andere ist mir egal. Diese Leitlinien definieren, wie Verleihsysteme in Dresden funktionieren, und das ist sehr gut. Das findet auch die ganze Fraktion, das finde ich persönlich auch als Pirat, sehr, sehr gut. Es gibt jetzt eine Sache, die kann man lange diskutieren. Ich möchte mal kurz erklären, worum es geht. Wenn wir über Carsharing, aber auch über Bike- und Rollerverleih reden, gibt es zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist stationsgebunden. Das heißt, die Teilautos stehen an einer Station, ich buche sie, ich gehe dahin, ich fahre irgendwohin, mache irgendwas und fahre wieder zurück. Und ich stelle das Auto wieder da ab. Dieses ist, ich sag mal salopp, aufgeräumt. Und dieses ist vor allen Dingen auch gut planbar, denn ich kann in einer Woche, in 10 Tagen mir ein Auto buchen, ich kann mich darauf einstellen. Und dadurch, dass ich hin und wieder zurückfahren muss, mache ich wirklich nur die notwendigen Fahrten. Wenn ich zum Baumarkt muss, wenn ich irgendwas Schweres transportieren muss, den Wochenendausflug irgendwo anders hin. Anders ist es bei den sogenannten Free-Floating-Angeboten. Da stehen die Autos irgendwo rum, GPS weiß, wo die sind, ich nehme mein Handy, ich gucke, aha, ist eins in der Nähe, ich buche das, ich fahre irgendwo hin, stelle es da ab. So. Und das ist ein extremer Segen, weil natürlich so ein Autogas da ist und ich, wenn ich mal wirklich eins brauche, ich auch schnell eins kriege und ich weit gehen muss. Es ist aber auch gleichzeitig extrem gefährlich oder kontraproduktiv, weil Menschen natürlich zum Beispiel anfangen, jetzt jeden Weg mit dem Auto zu machen, anstatt die Bahn zu nehmen, zu Fuß zu gehen oder und so weiter und so fort. So, und wir haben, und diese Teilautos, steht auch in der Sharing-Richtlinie, haben eine pauschale Parkgebühr. Das heißt, Teilauto zahlt einmal im Jahr 100, 110, 130 Euro und die dürfen dann immer umsonst stehen. Jetzt haben wir die innere Altstadt ausgenommen aus diesem umsonst Parken mit dem Teilauto, aus den Gründen, dass es keine Kannibalisierung gibt, also dass nicht jetzt Teilautofahrten neu entstehen und dafür Bahnfahrten, Fahrradfahrten und so weiter runtergehen.
Das ist definiert in der Parkzone 1 in der Parkgebührenordnung. Und die Parkgebührenordnung 1, Zone 1, die gilt aber gleichwohl für die äußere Neustadt. Denn in der äußeren Neustadt haben wir das gleiche Problem wie in der Altstadt. Nämlich, dass wenn dort jetzt Menschen mit einem Teilauto hinfahren, wir induzieren eventuell neuen Verkehr. Oder ein praktisches Beispiel zu sagen, ich bin in Bühlau, ich will in die Neustadt gehen, feiern, dann würde ich normalerweise die 11 nehmen, mache ich. Ich könnte aber, wenn ich Free Floating habe, in Bühlau ins Auto steigen, fahre in die Neustadt, lasse den Wagen umsonst stehen, die Fahrt 20 Minuten, hat mich vielleicht 2,50 Euro gekostet. Und das wollen wir nicht. Deswegen hat die Dissidentenfraktion einen Änderungsantrag gestellt, dass also die Sharing-Leitlinien so beschlossen werden, wie sie sind. Wir in der Altstadt aber das Umsonstparken für Teilautos rausnehmen und auch gleichzeitig in der Neustadt. Und ich hoffe, dass die Sharing-Leitlinien heute angenommen werden. Und ich rege an, ich bestehe darauf, dass wir relativ zügig in 1,5, 2 Jahren das Ganze evaluieren und dann nochmal nachsteuern. Da wird es bestimmt einiges geben. Dankeschön. Vielen Dank für die Einbringung. Freie Wähler in der Fraktionsrunde, CDU-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, Frau Krause, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte mich erstmal ganz herzlich für die Vorlage bedanken beim Geschäftsbereich 6. Da steckt sehr viel Arbeit drin und das ist ein Projekt, was wir, glaube ich, gut brauchen können in unserer Stadt, denn häufig hatten wir auch schon in diesem Hause Anträge dazu, bestimmte Fahrzeugarten zu regulieren und ich glaube, hier machen wir einen Schritt, wo wir das ganze Thema Sharing ein bisschen sortieren. Es wird einen klaren Rahmen geben, dank der Sharing-Leitlinien für alle diejenigen, die ein Angebot machen wollen an die Dresdnerinnen und Dresdner, sei es ein Leihradsystem, sei es Carsharing, sei es Elektro-Kleinfahrzeuge. Dadurch wird auch letztlich eine bessere Bedienqualität entstehen für alle Dresdnerinnen und Dresdner, weil es einfach auch über die Innenstadt hinaus, wo sich jetzt immer alle Anbieter draufstürzen, die Pflicht geben wird, Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Das finde ich sehr sinnvoll, weil häufig an uns auch die Bitte herangetragen wird, bestimmte Gebiete auszuweiten und das Angebot zu vergrößern. Es wird Regelungen geben über das Abstellen dieser Fahrzeuge. Auch da ist häufig Ärger angesagt. Fahrzeuge werden ungünstig abgestellt von denen, die sie genutzt haben. Das wird hier nochmal ganz klar definiert, was da möglich ist und was nicht. Ich glaube, das ist ein Fortschritt. Ein kleiner Nebenaspekt ist auch noch, dass die Anbieter der Sharing-Systeme uns ihre Nutzungsdaten anonymisiert zur Verfügung stellen werden. Das heißt, die Stadtverwaltung kann Rückschlüsse ziehen auf das Nutzungsverhalten. Und das wird uns bei der Entwicklung unseres Verkehrssystems auch weiterbringen, weil wir dann wissen, wie Menschen ihre Wege zurücklegen. Das ist ein wichtiger Teilaspekt, der für uns hier noch reinspielt. Herr Schulte-Wissemann hat es gerade schon gesagt, es wird auch evaluiert am Ende. Ich glaube, das ist auch gut, dass man sich den Entwicklungen nicht verschließt, dass man guckt, hat sich der Markt verändert, hat sich das Nutzungsverhalten verändert, da können wir also dann drauf eingehen. Im Detail gibt es vielleicht noch zu sagen, wir stärken durch die Art und Weise, wie die Sharing-Systeme oder wie die Leitlinien aufgebaut sind, das intermodale Angebot, was die DVB machen. Zum Beispiel ist das Mobibike, was wir ja selbst anbieten, von den Sondernutzungsgebühren befreit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ansonsten gibt es Flottenobergrenzen auch. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass die Stadt nicht zugeschwemmt wird mit solchen Leihfahrzeugen. Andere Städte in Deutschland und auch in Europa hatten damit massive Probleme. Das wird Dresden dadurch erspart bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Beim Carsharing ist es uns wichtig gewesen, dass es eine Verbindung gibt von stationsbasierten Angeboten mit Free-Floating-Angeboten. Häufig hat man das eben in anderen Städten erleben können, dass wenn man nur Free-Floating anbietet, eben tatsächlich auch ein Wildwuchs entsteht, den wir nicht wollen hier. Das Gleiche gilt eben auch für E-Scooter und für E-Krafträder. Da gibt es Obergrenzen, die insgesamt eingehalten werden müssen. Jeweils dürfen insgesamt nur 3 Firmen ein Angebot machen, dann gibt es eine Obergrenze. Im Idealfall haben wir also nicht mehr als 2500 von diesen Fahrzeugen in der Stadt. Und gleichzeitig sind die besser über Stadtgebiet verteilt, als wir das jetzt regeln können. Und insofern bin ich ganz angetan davon, dass wir das jetzt haben, dass wir das organisieren können und dass wir auch unsere Satzungen da entsprechend anpassen.
Jetzt muss ich mich noch dazu äußern, wie wir zu dem Antrag von Herrn Schulte-Wissermann stehen. Wir würden den jetzt ablehnen, weil ich glaube, dass man das erst dann wirklich machen kann, wenn die Neustadt vielleicht mal autofrei ist, dann lohnt sich der Ansatz, glaube ich, durchaus. Aber so ist es mir lieber, da stehen ein paar kleine Carsharing-Autos, als dass die Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin auf ihren eigenen Fahrzeugen bestehen, denn es gibt ja eine gewisse Platzkonkurrenz. Und ich glaube auch, dass in der Innenstadt die Situation da eine ganz andere ist. Erstens ist überwiegend das ÖPNV-Angebot deutlich besser und gleichzeitig ist in der Neustadt natürlich ein viel affineres Publikum für Carsharing da, sodass dort auch mehr Nutzung möglich ist. Es gibt dort auch mehr Stationen als in der Innenstadt, da gibt es glaube ich gar keine, gibt sie nur am Stadtrand, also am Ring. Insofern ist das wirklich, sind das zwei verschiedene Stadträume und da ist es schon richtig so, wie das die Verwaltung sich überlegt hat. Aber auch da Evaluierung kommt, wir können uns das nochmal angucken. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank für die Vorlage und wir werden der sehr gerne zustimmen. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde AfD, Fraktion Die Linke, SPD-Fraktion, Herr Engel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Sharing-Leitlinien sind tatsächlich ein sehr gutes Gesamtkonzept, wo wir tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr viele verschiedene Fragestellungen auch klug beantworten. Ein Stück weit werden wir uns sicherlich diese Leitlinien immer wieder auch anschauen müssen, ob sie sich in der Praxis wirklich bewährt haben, ob man vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen muss. Ich würde aber ein Stück weit an dieser Stelle davor warnen, jetzt vorschnell einzelne Aspekte hier rauszugreifen. Und da will ich tatsächlich auch schon auf den von Herrn Schulte-Wissermann eingebrachten Änderungsantrag kommen. Weil aus meiner Sicht geht Ihr Vorschlag, den Sie skizziert haben, so ein bisschen vom falschen Ende an die Thematik ran. Nämlich, er identifiziert in erster Linie die äußere Neustadt als Ziel, wo die Leute alle mit ihren Carsharing-Fahrzeugen hinwollen und es dann da irgendwo abstellen und dann nicht mehr den ÖPNV nutzen. Man muss, glaube ich, vor allem zur Kenntnis nehmen, dass die äußere Neustadt das Quartier ist, wo es die mit Abstand größte Carsharing-Nutzung aus der Bewohnerschaft heraus gibt. Es ist schon heute so, wenn man in der äußeren Neustadt an Wochenenden oder rund um Wochenenden nach Carsharing-Fahrzeugen sucht, man findet vielfach einfach keine mehr, weil die derzeit bestehenden Stationen und selbst wenn man auch 5 Stationen dazu nimmt oder zum Teil auch den normale Stellplätze auch nutzt, das Angebot hält nicht mit der Nachfrage Schritt. Und das ist ein Problem, müssen sich natürlich auch solche Sharing-Leitlinien ein Stück weit auch stellen. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, in der äußeren Neustadt verdienen Anbieter wie Teilauto das Geld, was sie brauchen, so ehrlich muss man sein, um zum Beispiel auch Teilautostationen in Weixdorf, in Pillnitz oder in Laubegast oder in Bülau zu finanzieren. Das würde sich ansonsten nämlich für Teilauto nicht rechnen. So ehrlich muss man an dieser Stelle sein. Und der stationslose Betrieb bietet da natürlich eine Möglichkeit, kurzfristig auch eine Abhilfe zu schaffen. Er ist an sehr, sehr strenge Restriktionen gebunden. Wir haben eine Festlegung, dass jedes Unternehmen, was tatsächlich in den stationslosen Betrieb gibt, einen viel, viel größeren Anteil an stationsgebundenen Fahrzeugen auch anbieten muss. Und wir haben zum Beispiel auch die Festlegung natürlich drin, dass dieses Angebot auch eine gewisse Abdeckung in der Gesamtstadt haben muss. Und, das muss man, glaube ich, auch zur Kenntnis nehmen, die entsprechenden Angebote, über die wir hier sprechen, sind bisher immer so angelegt, dass man zum Beispiel von vornherein für die erste volle Stunde auch zahlt. Dass es oftmals einen Startpreis, eine Kaution gibt, wo man sich dann schon auch die Frage stellen muss, wie attraktiv die befürchtete Kurzfristnutzung dann wirklich auch ist. Sicherlich, wir können uns das in 2 Jahren auch nochmal angucken, bin ich auch gerne dabei, wenn sich da was auftut, was vielleicht schlecht ist, müssen wir dann auch rangehen, aber ich halte das tatsächlich an dieser Stelle für verfrüht und würde darum bitten, die Vorlage hier in der Ursprungsfassung auch anzunehmen. Danke. Vielen Dank, Herr Engel, FDP-Fraktion. Kein Bedarf, damit habe ich die Rednerliste abgearbeitet. Frage nochmal in Richtung Herrn Engle. In der Ursprungsfassung würden Sie jetzt. Genau, okay. Also es gibt dann den Änderungsantrag Fraktion die Dissidenten und ansonsten den federführenden Ausschussbericht. Wir treten in die Abstimmung ein. Ich rufe zunächst den Änderungsantrag der Dissidenten zur Abstimmung.
Dies hat bei 40 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und einer Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Und dann kommen wir damit zu dem so geänderten Bericht des federführenden Ausschusses. Bitte hier um Abstimmung. Dies hat bei 51 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei und 9 Enthaltungen ebenfalls eine Mehrheit gefunden. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 21 absolviert. Im